zwei unglaublich krasse Typen haben jetzt ihren Beef öffentlich gemacht. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Wahrscheinlich irgendwas. Ich habe nur mitgekriegt, der Jalous hat wohl irgendwas von seiner Frau gepostet und sich irgendwas über den lustig gemacht. Falls irgendeiner mehr weiß. Was? Bitte, der Younes, der hat ja eine Perle. Ja. Ja, die heißt, wie heißt die nochmal? Miriam oder Mariam. Die sind wohl verheiratet oder sind wohl länger zusammen. Ja. Sind auch so bekanntes Pärchen. Ach, du hast das ja verpasst alles. Stimmt, warst ja im Hotel. Ja. In Schweden. Auf jeden Fall, da ist so, die haben so eine TikTok-Beziehung. So, die ist so toxisch. Ich entfolge dir, du entfolgst mir. Warum hast du... On off. Okay, okay. So. Okay. So, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben so... Die sind so zusammen auf jeden Fall und sind so süßes Pärchen auf jeden Fall. Und irgendwas läuft da, Jalous hat dann irgendwie... In Livestream von der irgendwas genommen, gepostet und hat dann sich über irgendwie, glaube ich, über den lustig gemacht. Keine Ahnung, das ist so diese Kurzding, was ich so mitgekriegt habe. Falls irgendeiner mehr weiß. Warte, Jalous, sein kleiner Bruder wurde beleidigt und respektlos behandelt. Deswegen. Aha! Von? Von wem? Von Younes oder was? Aha, Younes sollte eigentlich gegen Jam kämpfen. Oh! Unser Bruder Jam aus Essen, der ja natürlich boxerisch sehr begabt ist. Das wäre eine heiße Nummer gewesen. Das wäre eine heiße Nummer gewesen, liebe Freunde. Also sage ich euch ehrlich. Wie dem auch sei, das ist das, was ich so mitgekriegt habe. Irgendwas wurde gepostet. Und natürlich lässt sich das der Younes nicht gefallen. Das ist natürlich seine Freundin. Klar, man will seine Freundin verteidigen. Ist auch klar, man will natürlich zeigen, hier Schatz, guck mal, ich werde den für dich ficken. Und die so voll, ich bin stolz auf dich, Bro. Weißt du? So. Das Face-Off der beiden kam heute raus. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Das Face-Off ist draußen. Das werden wir uns natürlich jetzt erstmal geben. Auf dem Universum-Kanal von den Friends, von Mr. Respektlos. Okay, da haben wir das. Hallo, liebe Hallo, Marlon. Marlon ist heute der Moderator. Die geile Sau. Marlon, bester Mann an der Stelle. Super, super, super Typ, der Marlon. So, Freunde. In der blauen Ecke. Younes, AK, ich bin vergeben und tu alles für meine Frau. Links, Jalous, AK, Essener Kanake. Hand schon gebrochen vor dem Kampf. Bin ich gespannt. Ja, natürlich feiern. Voll. Gucken wir uns mal direkt an, liebe Friends. Gehen wir mal direkt rein hier in die Masse. Hallo, liebe Boxsportfreunde. Hallo. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal von Universum Boxing. Wir haben uns hier zusammen versammelt, um heute das Face-Off zwischen Younes Amiri und Jalous abzuhalten. Und ja, ich möchte euch beide erstmal herzlich begrüßen. Hallo. Hi. Danke, dass ihr gekommen seid. Hi. Wie geht's euch? Ja, gut soweit, ne? Ja. Spannung in der Luft? Mir geht's sehr gut, ey. Keine Nervosität? Vor dem nicht, nein. Ja, wie gesagt, am 5.11. in Oberhausen in der Rudolf-Weber-Arena wird Younes Amiri gegen Jalous kämpfen. Wir haben uns jetzt hier getroffen, um... Sorry, dass ich unterbreche. Ein Kommentar hat gesagt, könnt ihr die Kamera ein bisschen heller machen? Ich weiß leider nicht, wie das geht. Jetzt kommt so voll die Entschuldigung und die Erklärung. Aber gut. Allah, keine Ahnung. Tut mir leid, Bruder. Aber ich denke mal, die meisten sieht man uns deutlich alles. Ne? Ja, aber ist echt, warum ist das nicht an? Ach, ein Licht ist aus. Ha, das ist deine Seite, Bro. Bruder, ich brauche kein Licht, ich bin... Habib, du bist Licht. Deine Schönheit, diese Nur, was blendet mich. Ich küsse dein Herz. Möge Allah dich beschützen, mein Bruder. Allah. Unten, diese Licht, unten. Hey, hier. Von unten. Von hier. Hier. Unten. Dieses Licht ist von unten, ja, Salami. Aber hier ist doch dieser Anschalter, Bruder. Unter der, das ist, ja, oh. Nee. So, Friends, deswegen. Wir hatten eine Lampe vergessen. Ich küsse euer Herz. Möge Allah dir alles erfüllen, was du willst, mein Bruder. Ihr wisst, Abo, Mona. Mona, was denn hier los? Mona verschenkt 10 Abos an die Community. Das heißt, die hat heute schon 15 Dinger rausgehauen. Dieses Mädchen hat Eier bewiesen. Sie hat Eier auf den Tisch geknallt. Eierstöcke, egal. Die hat auf den Putz gehauen. Also, Mona, vielen Dank, Digga. Oder Diggerin. Dieses Mädchen. Ja, was sagt man dann? Dixti. Dixti. Dixtinien. Dixtinien, Dixtana. Diggerin, Diggi. Was sagt man zum Mädchen? Diggien? Kannst du eigentlich was süß machen? Digian. Cousine.
Okay. Weiter zum Text, Bruder. Auf jeden Fall Younes Amiri in Blau und der Jalouse Essener Motherfucker in Rot, Bruder. So. Schnegge, ja, ich sehe Kommentare, dass nicht respektlos werden, Freunde, die ist Teil der Community. Ne, cool bleiben, ich küsse euer Herz. Danke, Mona, für den Support, ich küsse dein Auge. Yalla. Zum einen alle Modalitäten zu klären und zum anderen einfach mal zu hören, was die beiden Boxer, die beiden Kontrahenten zu sagen haben. Fangen wir mit dir an. Kann man das machen? Das ist mein erster Boxkampf, natürlich bin ich etwas aufgeregt. Ja. Ich habe noch nie vor 100 Leuten gesprochen, jetzt muss ich vor 13.000, 14.000 Leuten kämpfen. 13.000, 14.000, passt da rein? Ich habe seine Satzbildung nicht ganz verstanden, Bruder. Was hat der gesagt? Er hat gesagt, er hat sich nie wirklich getraut, vor 100 Menschen zu sprechen. Jetzt muss er unter 13.000, 14.000 Zuschauern boxen. Ach so, okay. Das ist natürlich klar. Unser Bruder ist sehr schüchtern. Er ist der schüchterne Bré und, ja. Der schüchterne Hengst. Und das werden ja noch Millionen Leute sein auf YouTube, Instagram, TikTok. Ist natürlich eine Herausforderung, etwas Neues, aber ich glaube, ich bin der Herausforderung gewachsen und ich mache das schon. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen, hol uns doch mal ab. Wie kommt dieser Kampf zustande? Hol uns doch mal ab. Also angefangen hat es eigentlich ganz unnötig, ehrlich gesagt. Ich habe Younes nach Essen zu mir nach Hause eingeladen, wir waren zu Hause bei mir. Er kam mit seiner Freundin, ich war mit meinem kleinen Bruder, wir wollten Videos drehen. Er hat ja schon gemerkt, ich habe schon ein bisschen gemerkt mit dieser Uvo-Girl-Sache, dass er mich da ausgenutzt hat, immer wenn ich ein bisschen Hype habe, ruft er an, hey, lass mal was machen. Und da, so weit habe ich aber damals noch nicht gedacht. Dann habe ich ihn eingeladen und... Was ist das für ein Kindergarten? Doch beim Boxen, Mann. Was redest du da? Was für ein Kindergarten? Der fragt doch, lass ihn doch mal ausreden, lass mich doch auch mal ausreden. Hast du Angst oder was? Hast du Angst? Mariam. Hol mal deine Mariam wieder. Guck mal. Wer ist denn Mariam, Bruder? Like deine Frau. Karl, hol mal deine Frau hier. Nein. Da hol mal deine Mariam. Abo sei einig. Like, nein, hätte einer zu mir gesagt, hol mal deine Frau. Ne? Hallo, Abo. Hätte das einer. Boah. Wallah, Bruder. Maratu, Jani. Maratu. Ja. Seine Frau. Abo. Das, diese Younes Amiri und Mariam, die sind ja verheiratet, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Die sind ja richtig zusammen und so. Also, Jani, auch islamisch verheiratet, soweit ich das mal gehört habe. Und der sagt, hol mal Mariam, hol mal deine Frau. Abu Sainik, Abu, wenn du zu meiner Frau so sagst, hol mal deine Frau. Ja, nee. Wallah, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Gott bewahre, dass sowas einer zu mir sagt, Bruder. Dass der Younes Amiri da cool bleibt, muss ich auch sagen. Respekt. Boah, was hast du gerade noch gesagt? Der ist doch nicht locker geblieben. Du hast es gerade noch gesagt. Wallah, warte mal. Du hast es gerade noch gesagt. Hol mal deine Mariam wieder. Guck mal. Schau meine Mariam, deine Fresse, lo. Bleib ruhig. Ja, was soll das? Die Fresse, lo. Gallo. Wer wird lololo? Gallo. Lololo. Sag die Ode, Mappike, lololo. Geil. Aber ey, das Dings, Bruder. Also, kann ich offen reden, Bruder? Bruder, rede offen, wie deine Eier wollen. Cousin, leg deine Eier hier drauf. Bruder, das geht nicht, Cousin. Da ist... Grenze überschritten, Bruder. Bei sowas, Bruder, das ist Familie, Bruder. Das geht nicht, Bruder. Also ich feiere ihn, Bruder. Er ist Essener, Bruder. Ruhrpott. Walla, Jalous. Du weißt, Jalous, Ruhrpott. Wir mögen Bruder. Dich. Wir aber kennen dich lange von Essen. Aber hol mal deine Frau. Das hat mit dir lang zu tun, Bruder. Und das. Muss einig, Abus. Walla, Cousin. Da bin ich kein Freund von, Bruder. Walla, Mona. Wir reden von Ehtiram und direkt, du kommst 5 Abos. Ich küsse dein Herz. Walla, heute hast du ausgepackt. Vielen Dank. Wirklich, vom Herzen. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall, Jalous, Habub, hol mal Mariam, deine Frau. Ja, nee, das ist wirklich, das ist Namus, Bruder. Da muss ein bisschen... Ha, Namus, shut off, Bruder. Das ist shut off, Bruder, ja, nee. Aber wie kann der denn sitzen bleiben? Ich weiß mit Wasserflasche, Bruder, weil er mich verarscht. Ey, die Beschlache, guck mal wieder, das ist da noch... Bring mir einen Stuhl! Der ist doch noch jünger ein bisschen, der hat noch diese... Der ist noch cool geblieben. So, diese Schmeißen war noch so diese... Ja, nee. Brauchst du noch eine Wasserflasche? Ich muss aber dazu sagen, Bruder, ich weiß, Younes Amiri sagt mir gar nichts, Bruder. Bruder, du vielleicht, hast... Bruder, als der aktiv war ich inaktiv, Bruder.
Das, guck mal, Bruder. Ich der war nicht. Genau in der Zeit aktiv oder ist in der Zeit aktiv geworden auch, als du wirklich ein Hubs warst, obwohl du auch kein Handy hattest. Okay. Ich weiß absolut nichts von dieser Person, Bruder. Deswegen, Bruder. Ganz entspannt, ist ein TikToker, auch YouTuber. Man muss zu Younes aber zu Younes sagen, der boxt schon lange, hat auch Boxschule hinter sich und so, der kann. Okay. Wie stark er in Wirklichkeit ist, weiß ich nicht, aber ich habe ein paar Videos von dem mal gesehen, wie er boxt auf jeden Fall. Ich habe gesagt, wir klären das hier sportlich und fair. Anders so soll das doch nicht anfangen. Du wirst gleich sehen, was ich mit dir mache. Kleines Kind. Ja, Younes, erzähl uns auch mal ein bisschen. Du hast bereits einen Boxkampf gehabt. Ja. Ich hoffe, dass der nicht so unprofessionell gelaufen ist. Ja, doch, also der ist schon ein bisschen unprofessionell gelaufen, aber wir wollen ja Richtung Professionalität laufen. Professionell. Und ich kann dazu einfach nur sagen, natürlich ist so einer nervös. Jemand, der mit 20 Mann immer draußen auf jemanden wartet und gegen einen alleine kämpft, ist natürlich im Ring nervös, wenn er alleine ist. Du kommst als erstes mit mehreren Leuten. Weißt du? Der kam mit. Hast du gesehen? Ja. Gerade hast du die Flasche auf ihn geworfen. Ja, weil gewisse Grenzen auch überschritten werden, ne? Ja. Meine Rede. Wo er sich auf jeden Fall zügeln sollte auch. Welche auch Grenzen hat er überschritten? Ja, dass man über die Frau, über die Familie. Der Marlon hat das gar nicht gepeilt. Gerade welche Grenze? Du Huhn! Was hat er denn gesagt? Huhn, hast du dich jetzt aufgeregt? Huhn, kennst du die? Ja, das ist doch gar nicht so. Ey, achte, real story. Ey, Freunde, Knast-Story. Freunde, Knast-Story. Fällt mir gerade ein, wegen dieser Huhn, was du gesagt hast. Was, Antragessungstraining? Heiße Stuhl. Guck mal jetzt. Habt ihr einen Redeball gehabt? Walla, hör zu. Gazi, du darfst nicht reden, du hast eine Redeball nicht. Freunde, JVA Siegburg. Ich bin beim Anti-Gewalt-Training. Wenn man im Knast ist und solche Sachen besucht, ist gut für Akte. Für Stellungnahme, wenn ihr entlassen worden werden wollt, irgendwann frühzeitig, dann schickt der Knast natürlich einen Bericht an den Richter. Und der Richter liest und sagt, ja, wallah, Sinan hat sich gemacht, der war Anti-Gewalt-Training. Das ist Pro-Resozialisierung. Der tut was. Er hat was an seiner Aggression gearbeitet, an seinem Auftreten. Genau, der tut. Er ist wieder ein Mitglied in der Gesellschaft. So, und bei mir, meine Akte ist halt auch sehr gewalttätig, ne? So wirklich Waffen, egal. Auf jeden Fall. Und dann sitzen wir beim Anti-Gewalt-Training. Wir haben einen Kreis. Und da gibt es eine Sache, die heißt heißer Stuhl. Ja? Dann sitzt du quasi in der Mitte und alle um dich herum beleidigen dich. Du Sohn, du Bastard, du so und so. Und du musst ruhig bleiben. Weil, ja? Wenn nicht, hast du verkackt. Genau, weil das sind ja nur Worte. Ne? Und ne? Und man darf sich ja nicht von Worte provozieren lassen. Zum Beispiel einer sagt zu dir, du Sohn. Und dann antwortest du, hä? Du kennst doch meine Mutter gar nicht. So, halt, stopp. Bitte helfen Sie mir. Bitte. So. Die ersten zwei, drei Anti-Aggressionstraining, ich war abgefuckt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe so versucht, so wenig wie möglich zu reden. Damit du nicht rankommst. Damit ich nichts machen muss. So, aber irgendwann kam der Zeitpunkt. Herr So und So, sagen Sie doch auch mal was. Sie sind schon das dritte Mal hier. So, ja, was haben Sie gemacht? Warum sind Sie inhaftiert? Was wollen Sie besser machen? Boah, das ist richtig Dings, Bruder, ne? Das ist richtig Dings. So, und dann bin ich dran quasi. Ich rede. Ja, dann habe ich den und den seine Mutter so. Und der trat deren so Trainer. Halt! Keine Worte, nur normal reden. Und so. Ey, Mona, ey, Digga, schon wieder 5 Abos, Cousine. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank, Alter. Boah, was für ein Support. Was für ein Support. So, diese, wie geht das, diese? Was ist das nochmal? So? Warte. Am Mann, das schocht zum Land. Was, wie geht das, Scheiß? So. Ah. Für dich. Oh, eine schicke in dein Herz. Habibi. Auf jeden Fall. Danke für den Support. Ich erzähle. So, ja, schon. Sag, schick mal die Herz. Sag, auf wen schickst du Herz? Ey, auf jeden Fall Mona.
Vielen Dank für den krassen Support. Wir küssen dein Herz. Wirklich, danke. An alle, die profitiert haben jetzt von den Subs, bitte bedankt euch bei Mona, ja? So. Auf jeden Fall, ich erzähle und dann irgendwann kam dieses Ding, man muss in die Mitte gehen. Dann waren die Leute in der Mitte. Wir beleidigen. Normal, ich sag, ich deine Mutter, deine Toten hole ich raus. Ich guck den an, ich beleidige, ich mach und du. Dann der letzte Tag. Jeder muss mal in Mitte. Ja, Sinan, du warst ja noch nicht in der Mitte. Bruder, und mein Kopf ist so, Anik, wenn die jetzt meine Mutter beleidigen und so, nee, was mache ich mit dir in der Dusche? Ganz normal. Wen f*** halt, das ist von denen. Auf wen mache ich als erstes Shampoo? Was hast du wegen so meiner Mama gesagt? Mit Shampoo? Was hast du gesagt? Was hast du Mama gesagt? Ey, Allah, so. Oh, seit der Pilot hat 5 Abos versteckt an die Community. Schöne Grüße, mein Bruder. Danke an Zeit. Auf jeden Fall. Ich denke mir so, Wallah, wenn jetzt einer über meine Mutter was sagt, ich werde in den Dusche f***en richtig, so mit, so wirklich, so, ich bin, ihr wisst, was ich meine, ich schlage nicht diese Shampoo, diese, ne, nicht Heizung. Auf wen mache ich diese Heizung? Auf wen? Dann ich, ey, komm. Ich sitz mich in Mitte und ihr müsst euch vorstellen, alle so Schwerverbrecher. Keiner wird beleidigen. Alle sitzen da und du hörst nur noch. Du Arsch. Du blöde Jan. Du bist voll der Blödmann. Das war echt nicht korrekt, was du gemacht hast. Du Arsch. Und jetzt sind halt so, ja, okay. Und ich sehe schon an dem Blick von den Anti-Aggressionstrainer, der will sagen, ihr müsst härter beleidigen. Und ich mach den hier extra. Wen nennst du Arsch? Nach dem Motto, harte Nummer hier. Und ich so, zu wem sagst du Arsch? Und da hat der Gewalttrainer direkt reagiert, hey, ruhig, ruhig. Nur Worte, nur Worte. Ich hab Psychologie auf den gemacht. Ich so, was sagt der Arsch? Ich bin ausgeflippt. Was sagt der Arsch? Und dann hörst du noch so, du Blödmann. Ey, Wallah. Was hast du nur für einen Scheiß gemacht? Aber jetzt mal ehrlich, Bruder, ne? Bringt das was? Gar nichts, Bruder. Was soll bringen? Wallah, ne? Bruder, da war einmal, ich weiß nicht mehr, warte mal. Cousin, dieser Knast ist sowieso voll. Cousin, der Knast. Hör mal zu. Weißt du, wann wir Freitagsgebet gemacht haben? Um wie viel Uhr wir Freitagsgebet gemacht haben? Und wie viel habt ihr gemacht? Um 18 Uhr. 18 Uhr? Wir haben 16. Ich glaube auch bei uns war zwischen 16:30 und 18 Uhr. Das 18 war so. Das war so nach Lust und Laune, nachdem die Aufsage gemacht haben. Wer zum Freitagsgebet möchte, Klingel drücken. Auf die Ampel drücken. Auf die Ampel drücken. So, auf jeden Fall hat keiner beleidigt und danach war so Ende, der Antigewalttrainer kommt zu mir und sagt so, ja, das ist ja schon komisch, ne? Haben sie Leute bedroht, dass sie die nicht beleidigen? Fragt er mich so. Ich so, hören Sie zu. Ich bin ein besserer Mensch seit dem Kurs. Und die Jungs auch. Wenn die keine besseren Menschen geworden wären, hätten die doch auch einen Sohn gesagt. Aber das ist ja nur ein Wort. Wallah stark. Ich schwör auf Koran, Inception, Bruder. Wallah. Ich hab Inception auf den gemacht. Wallah stark. Ich so, diese Jungs haben sich gebessert. Die wollen diese Beleidigung nicht sagen. Haben sie mal schon mal darüber nachgedacht? Sie verlangen von denen, dass sie diese Worte sagen, aber die wollen nicht. Wallah stark. Und dann sagt er zu mir, interessanter Gedanke. Ich so. Das war die Anti-Gewalt-Training-Geschichte aus Siegburg, liebe Friends. Ich küsse euer Herz. So, wir schalten ein. Bruder, lass doch mal Mikrofon in Ruhe, Salam. Jedes Mal bewegst du das. Ja, weil ich. Cousin, ich will das so. Ich mag das genau. Aber man sieht dich nicht. Ich will, dass nur deine Schönheit richtig zur Vergeltung kommt. Deine Augen, Bruder, Wallah. Wahyat, Allah, Bruder. Ich will, dass man dich sieht. Aber ich fühle mich wohl so, Cousin. Wallah? Wallah, ich fühle mich wohl. Das ist genau so, Bruder. Warte. So, wenn es immer so vor mir ist, Bruder, komm ich mir richtig nichts vor, Bruder. Warte. Was machst du da? Du fühlst dich doch wohl, wenn man dich nicht sieht. Du hast doch gesagt, du fühlst dich wohl. Wallah, Freunde.
Ich küsse euer Herz. Falls ich die Geschichte mit dem... Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin bei dem Anti-Gewalt-Trainer. Auf jeden Fall, ich habe auf seine Schulter gehauen. Und habe ich denen gesagt, ja, Maniak, mach die Papiere fertig, wir haben uns alle geändert. Und er so, was heißt denn Maniak? Hab ich gedacht, ja, ist eine Geste bei uns, so Freundlichkeiten. Und zack, war ich raus, Zertifikat bekommen, Anti-Gewalt-Training, 10 Sitzungen jeden Donnerstag, 2 Stunden bestanden. Gib ihm böse. So, liebe Friends, zurück zum Thema Bloods gegen Crips. Denkst du auch, du bist irgendwas Besonderes, nur weil du ein paar Klicks hast? Diese Klicks kamen nur wegen dieser Zugsache damals. Wo du im Zug diese eine Sache gemacht hast, weißt du noch? Ich habe Geld verdient, da warst du in der 8. Klasse, da war ich berühmt auf jeden Fall. Ja, trotzdem, das hast du noch. Ja, das, ja, noch. Das hätte ein Spruch von mir sein können. Trotzdem kennt ganz deutlich von denen. Ja. Jungs, stopp, redet dann über Geld. Der redet nur über Geld, aber anstatt über Ehre zu reden. Was ist das Geld? Wie, guck mal, wie der denkt. Darum habe ich gesagt, ich möchte gar nicht in diesen Kampf eigentlich reingehen. Er redet nur über Geld. Ich mach das nur, damit ich gegen den kämpfen kann. Er redet nur über Geld. Das ist das Grundprinzip dieser ganzen Geschichte. Es geht ihm ganz eindeutig ums Geld. Er ist manipulativ und hochmütig. Ja. Er hat gar keine Scham. Als der in der 8. Klasse war, war der selber in der 5. Klasse. Ey, die sind noch gleich alt, oder nicht? Oder? Keine Ahnung. Ich muss keinen Kindergarten veranstalten. Gar keine Kinder? Was hast du gerade gemacht? Können wir weitermachen, Marlon, bitte? Wir können auf jeden Fall weitermachen. Ich will das zu Ende bringen. Ja, ich möchte noch mal über den Boxkampf sprechen, den du schon abgehalten hast. Kannst du uns da kurz so ein bisschen einführen, welche Erfahrungen du da gesammelt hast und was du von diesem Kampf mitnimmst? Ich sag auf jeden Fall so, was mir aufgefallen ist im Kampf, so, was auch eine große Rolle spielt, ist das Adrenalin auf jeden Fall. Wenn du in dem Moment weißt, Alter, du gehst jetzt in den Ring und da schauen dir auf jeden Fall einige Leute auch zu, dass dir da ordentlich die Luft weggeht, das ist das, was ich so noch am meisten mitgenommen habe. Und du weißt, wie viele Leute in Oberhausen, definitiv, ja, in der Arena fest? Ich weiß nicht, ob man sich da unbedingt darauf vorbereiten kann, auf diese Nervosität, aber die hat, glaube ich, jeder Boxer, egal wie viele Kämpfe der gemacht hat. Also habe ich so eine Erfahrung gestellt mit denen, denen ich geredet habe. Aber ich denke, das sollte auch kein Problem sein. Wie läuft deine Vorbereitung jetzt für den Kampf? Läuft super aktuell, ich bereite mich super vor. Ich bin aktuell ein bisschen angeschlagen. Ich habe jetzt seit knapp 2-3 Tagen jetzt Pause gemacht erstmal. Kannst du uns da so einen kleinen Einblick in deinen Trainingsplan geben? Du musst doch mehr trainieren für mich. Trainiere ich jeden Tag, mach keine Pause. Ja. Kannst du uns einen kleinen Einblick in deinen Trainingsplan geben? Wie sehen so deine Trainingszeiten aus? Und ja, ich trainiere, also ich denke, es ist kein Geheimnis. Jemand, der sich vorbereitet, trainiert, glaube ich, jeden Tag bis zweimal am Tag fast. Ne? Ist ungefähr ähnlich bei mir, ne? Ist das bei dir auch so, Jalous? Ja, 1-2 Mal am Tag, ja. Und was machst du da? Wie bereitest du dich optimal auf den Kampf vor? Burger Brothers gehen. Eine Jahreskarte bekommen, ich kann umsonst essen da, Burger. Sag mal, ich werde dich aufessen. Guck mal, wie kindisch der ist, Holla. Mhm. Richtig kindisch, daran merkt man, oder? Daran merkt man seine Kinder. Der ist einfach sehr manipulativ. Der versucht immer, die Leute ins schlechte Licht zu drücken. Alle seine Freunde, die er damals hatte, hat er heute verloren. Warum? Weil er die alle ausgenutzt hat. Ja, was habe ich ausgenutzt bei dir? Alle hast du ausgenutzt. Immer was? Hast du gesehen, Enes Sandra, nein, du gehst dahin, du gehst mit denen Urlaub machen. Alles fake. Alle haben dich enttarnt. Du bist ein Lügner. Die Leute wissen harte das. Harte Anschuldigung hier. Die Leute wissen das. Die haben das schon gecheckt. Du machst alles für Fame. Für was macht ihr sonst diese Arbeit? TikTok-Videos für Fame, Mama. In dieser Welt gibt es eh keine bei denen echte Freundschaften und so. Jeder guckt auf, wer hat gerade Reichweite. Wer hat ein paar Klicks? Komm, wir machen ein Video zusammen. Die einen machen sich zum Sohn bei TikTok diese Matches, bellen wie Hunde. Die anderen, was weiß ich, was die alles machen. Da sind, Bruder, was ist ich? Ihre Mütter, Bruder, was machen die da? Da gehen gute Videos rum, Bruder, Walla, Alter. Digga, mit Rolle, mach die Rolle und. Bell mal, sag mal, au, au. Ja, Schwanz. Wer hat einen Almando-Hund? Was ist das für Videos, Land? Ja, mach mal ruhig weiter. Okay, mach der einen professionell. Willst du kämpfen oder lästern? Ich würde am liebsten jetzt kämpfen. Jo, schlimmer komm, als eine Frau, Mann. Komm jetzt. Ich merke auch gerade, wie Younes richtig sagt, jedes Mal, wenn ich Fragen zum Boxkampf stelle, weichst du so ein bisschen aus und gehst richtig. Er hat Angst eigentlich, Marlon. Marlon, guter Fitnessstifter an der Stelle. Marlon, du hast Faustdick hinter den Ohren, Bruder, aber genauso ist das richtig. Hol die Jungs aus der Reserve. Schöne Grüße an Rainer Abi, danke für die 5 Abos. Dankeschön, Rainer Abi. Bis in den Augen, Bruder. Habibi, Rainer Army. Rainer Abi. Rainer Army ist noch besser. Ich hab mich zwar versprochen, aber war noch geil. Habibi.
Schöne Grüße, mein Bruder. Danke für die Subs. Glaubst du mir, dass er Angst hat? Kami, wo hast du Vollzeit? Er verdrängt das so, indem er so viel labert. Weißt du, was da auf dich zukommen wird? Ja, ich weiß, was auf mich zukommen wird. Erzähl doch mal ein bisschen. Was erwartest du von Younes am 5.11.? Von dem erwarte ich nicht viel. Also, ich werde da reingehen und ich werde kämpfen. Du hast dir höchstwahrscheinlich den Kampf von ihnen angeschaut, den er hatte? Das sind alles Schrottkämpfe, echt. Er kann... alles Schrottkämpfe. Also sehr mutig, sowas zu behaupten, wenn man selber noch nie gekämpft hat, ne? Gar nicht boxen. Dein Bruder kann auch gar nicht boxen. Die können alle gar nicht boxen. Das heißt, du bist schon auf einem höheren Niveau? Ich bin nicht auf einem höheren Niveau, aber das, was sie machen, ist auf jeden Fall... Ich bin nicht auf einem höheren Level. Das muss ich nochmal anhören. Versprecher kann jeden passieren, aber der war lustig. Niveau? Ich bin nicht auf einem höheren Niveau, aber das, was die machen, ist auf jeden Fall nichts Gutes. Ich habe mich, guck mal, ich sage ganz ehrlich, ich habe mich in meinem Leben selten geboxt und ich habe ehrlich gesagt... Er lässt seine Freunde immer hauen. Und ehrlich gesagt, die Leute haben auch nie Stress mit mir gesucht. Nicht die Leute haben gehauen, Bruder. Du verstehst das nicht, oder? Wenn jemand Stress mit dir macht und deine Freunde sind dabei, kommen die Freunde... Komischerweise immer 30 Leute dabei. Ja, ist das ein Problem? Immer 30 Leute dabei. Ne? Aber da muss ich sagen, Younes, wir essen das immer mit 30 Mal. Hashtag sag dein, Bruder. Da muss ich Jalous in Schutz nehmen, Bruder. Willkommen in Essen, Bruder. Willkommen in Essen, Bruder. Hier bist du immer. Ich sag dir, guck mal, in Essen ist das so. Du hängst irgendwo rum, ist passiert Schlägerei. Innerhalb von 20 Sekunden kommen alle wie Kakerlaken aus den Löchern. Du weißt gar nicht, wo die waren. Die kommen. Das ist genau wie in Ramadan. Wenn ihr plötzlich Frauen mit Miniröcke seht. Überall seht ihr Frauen leicht bekleidet. Wo kommt ihr alle her? Die wissen, wir fasten. Die wissen, wir sind zu Hause. Die gehen raus. Genauso ist das bei Schlägerei. Einer von uns alleine, bam, auf einmal sind wir mit 30 Mann. Geht ruckzuck. Guck mal, was für eine Angst er hat, Leute. Habt ihr das gesehen? Er hat immer richtig Angst. Nur weil du auf die Schläge bekommen hast in euren Oberhosen. Ganz ehrlich, ich bin einfach... In jeder Stadt kriegst du auf die Fresse. Warum? Ja, ganz ehrlich, ich bin einfach glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ja. Richtiger Altendorfer. In jeder Stadt kriegst du auf die Fresse. Warum? Ja, ganz ehrlich, ich bin einfach glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich mit Mariam. Da ist schon wieder Mariam gefallen. Der droppt einfach den Namen von seiner Frau immer. Ja, Salami, fand ich gerade lustig, ja, Salami. Du hast dich gerade sympathisch gemacht. Wallah, wir haben dich gerade noch gefeiert, der Team. Khalid Fusta, Bruder, was ist das denn, ja? Wallah, wir haben dich gerade gefeiert, Jalousien. Wallah, ja, Team. Hab ich mich Jalousien. Fresse, warum? Ja, ganz ehrlich, ich bin einfach glücklich. Ich bin glücklich, ich bin glücklich mit Mariam. Ich bin einfach glücklich, dass ich mit dir da alleine kämpfe. Ja. Ich bin glücklich mit Mariam. Sehr glücklich. Der macht was. Ihr habt das nicht gesehen, der da. Ich kann euch die Gestik nicht zeigen. Die ist zu krank. Aber Haram, der macht Maske auf seine Frau. Cousin, mach dieses Thema zu, ja. Mach dieses Thema zu, mach dieses Thema nicht, Bruder. Wallah, ihr Salami, mach nicht mehr so Jalousien. Ich küsse dein. Scheiße, Mann. Boah, heftig, Mann, Alter. Ich kann das nicht wiedergeben, was Gazi mir da demonstriert hat. Das wäre Fitna. Das wäre Fitna à la Kalmund, Alter. Das wäre wirklich Steuerhinterziehung, Digga. Armer Call. Da kann dir keiner helfen da drin. Ey, wo bist du hin? Freunde. Wir sind 3.300 Zuschauer, was, ey, ich fühle mich so geehrt, Mann. Ich danke euch vom ganzen Herzen für den krassen Support. Ich bitte euch an der Stelle, den YouTube-Kanal, den Highlight-Kanal zu abonnieren. Es kommt jeden Tag um 18 Uhr ein Video. Heute kam ein überlustiges Video. Abonniert den Kanal. Danke für den krassen Support. Wir haben bald, inshallah, die 100.000 Abonnenten und dann werden wir, inshallah, auch direkt, sobald es die Zeit zulässt, den 24-Stunden-Stream machen. Vielen, vielen Dank für diesen krassen Support, liebe Friends. Wallah, ich bin überglücklich. Ilya ist am Start. Ilya, mein Bruder. Hier ist der YouTube-Link. Bitte einmal abonnieren. Und natürlich, ich muss euch ja nicht sagen, dass ihr auf Spotify später die Songs streamen müsst und mich markieren müsst. Ich reposte euch. Streamt die Songs auf Spotify. Dankeschön. Ey, komm. Ich muss einmal kurz diese
Herdplatte anmachen, damit ich meine Zigarette anzünde, Bruder. Ich hab kein Feuerzeug hier, Bruder. In der Not frisst der Teufel fliegen. So. Oder du kannst auch 500 Mann da rein. Allah wird mir helfen. Ja. Bei mir wird gerade so der Eindruck geweckt, als wäre dieser ganze Kampf nur Promo. Habt ihr da wirklich sportliche... Nein, Marlon! Was? Die wollen tatsächlich kämpfen. Entschuldigung. Was? Die wollen, eigentlich wollen die gar keinen Fame. Promo? Oder Reichweite. Promo? Nein. Die haben wirklich einen Disput. Die wollen wirklich sich auf die Fresse hauen. Normalerweise wollen die beiden ja, dass das nicht in der Arena ist vor Kameras. Die wollen das eigentlich privat in der Sporthalle machen. Aber die werden dazu gedrängt. Ist Interesse dran oder wollt ihr nur Reichweite erzielen? Nee, definitiv. Ich habe ja auch viel Sport gemacht. In meinem YouTube-Kanal waren ja die ein oder anderen Trainingsvideos auch, wo ich freizeitig auch... Boah, Rainer Abi, ich küsse dein Herz, Bruder. Wieder 5 Dinger an die Community. Bruder, vielen Dank, Bruder. Mit meinem Bruder geboxt habe. Und ich sag mal so, wir haben ja auch eine gewisse Vorbildsfunktion so. Und ich denke, man sollte das definitiv nicht auf der Straße klären. Er wollte es lieber auf der Straße klären. Ich hatte aber dann den direkten Kontakt zu dir, dass ich gesagt habe, hey, lass uns das lieber so machen, dass man das Ganze sportlich macht und dass man solche Sachen auch anders aus der Welt schaffen kann. Das ist richtig. Marlon? Ja, da will mich einer hauen. Bomedi! Zeig dein Bruder was! Guck mal, Marlon. Da will mich einer hauen. Aber ich möchte halt nicht auf der Straße klären, ich hab zu viel Anzeigen. Sag dir mal, soll Khair machen. Guck mal, mach Khair, bring uns am Tisch. Lass das sportlich am Ring klären, aber wir machen das ehrenamtlich, weil es geht um Ehre. Ohne Gage. Ja. Marlon! Nee, Marlon, nee. Für meinen Vater, Bruder. Für meinen Freuer-Team. Ich muss ihr Scharaf zurückholen, ja, Maniak. Ich kann nicht mehr lachen, mein Hals tut weh. Und Marlon am Telefon. Bruder, was ist ein Shut-off? Wer ist Shut-off, Bruder? Scheiße. Okay, liebe Friends, es ist nur ein bisschen Spaß. Nicht mobben, Leute. Ich weiß ja nicht, wie er das... Also das ist meine Sicht der Dinge. Ich habe da auch eine andere Sicht gegenüber ihm, aber... Wie siehst du das? Er hat 10 Minuten Video, 2 Stunden Reaction, ja, Ding. Also, ich brauche dieses ganze Kindergarten hier gar nicht. Hm. Ehrlich gesagt... Und dann steht er auf und geh, Bro. Blass ab die Sache. Mach zu. Mach zu dann. Ein Schaf. Bring ein Schaf, schlachte den Rallas. Das, was er macht, ist Show. Er macht das für Geld, er macht das für die Publicity. Publicity, ja, die. Mann. Eine Publist. Oh, dein Lachen f*** mich, Bruder. Dein Lachen f*** mich immer. What a Publicity, Hashback. Publicity hört sich an wie diese Magenda TV. Ja, hast du Publicity TV? Das hört sich an wie ein Joghurt, Bruder. Machst du alles mit Zwiebeln oder Publicity? Scheiße. Ich mach das eigentlich nur für meinen kleinen Bruder. Oh. Wie meinst du das genau? Ich hab gesehen, wie er, jetzt auf jeden Fall verstellt er sich. Ich hab gesehen, wie er in Real Life drauf ist. Guck mal, ich habe auf jeden Fall gesehen, wie der mit meinem kleinen Bruder
umgegangen ist. Er ist sehr respektlos. Er denkt echt, er kann mit jedem so reden, wie er möchte und das alles für ihn tun. Und er ist kein dummer Junge, er weiß, wie er sich verhält. Guck mal, wie er sich die ganze Zeit verhält. Er tut so. Das hat also nichts mit allem zu tun. Ich bin ein erwachsener Mann. Nein, man schreit aber keine Kinder an. Was hat ein kleiner 8-jähriger Junge? Seit wann greifen Kinder an? Ja, dem. Alles weg. Mit dir zu tun? Der ist ein großer Fan und du machst. Der zündet später. Der ist so ein Spätzünder. Dieses Anspruch am Ende. Phänomenal. Genial. Einfach genial. Mann. Ein Geniestreich. Ein Geniestreich. Walla, Bruder. Warum macht man das nicht so in Werbung so? Jetzt das neue iPhone 14. Hol's dir. Und dann so Punkt. Und so Aschböck. Verlässt Augen so. Aschböck. Du hast das Handy noch nicht geholt? Dein Ernst? Dein Ernst, Herr Schwanz? So runter? Mach die Kamera aus. Ja? Warum macht man nicht? Weil ich gesagt habe, mach die Kamera aus. Du hast den angeschrien. Hast du dich angeschrien? Guck mal an seinen Blick. Hast du, ne? Der sagt, was mache ich hier? Der Marlon denkt sich, Wallah, wäre ich Erzieher geworden. Bin ich Erzieher oder Promoter? Hey, ich muss, Bruder, wir sind viel am Lachen, Bruder, aber ich muss sagen, als wir die getroffen haben, Bruder, die waren sehr, sehr respektvoll, Bruder. Mann, das sind gute Jungs, 100%. Wir haben die schon mal getroffen, ne? Also der Younes ist ein Netter, Jalou ist auch ein Netter. Was die da untereinander haben, keine Ahnung. Wir machen unsere Masrada hier für Klicks. Eindeutig, nicht für Schadaf. Ne? Wir holen die Klicks ab. Ich mach diese Twitch für meinen Bruder. Boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf eine Publicity, ne? So mit Eiswürfeln. Boah, das wäre jetzt wild, Mann. Bring mal zwei Schei und ein Publicity. Ich bin gerne Maniac. Ich kann nicht mehr, bitte lass diese Reaction zu Ende bringen. Okay, ey, Freunde, ich schwöre euch mal Hals und Weh. Ich schwöre, warte. Ja, aber macht man nicht. Hab mal ein bisschen Respekt, Bruder, für auch kleinere. Ich hoffe, du kämpfst auch so viel, wie du laberst, ne? Kann jemand dieses Lachdings einfügen jetzt in diese Bruder, so ein lustiger Witz, Bruder. Ich brauche nicht lange kämpfen. Für dich brauche ich ein, zwei Runden fertig. Abo. Ich brauche nicht lange kämpfen. Okay, das sind jetzt harte Ansagen. Ich brauche für dich ein, zwei Runden, Yadim. Jalous? Dein Zwiebelbart hat geredet. Du hast rausgelassen. Wallah, wenn Jalous den K.O. haut, Respekt. Bring doch mal ihr Getränk raus. Blablucity. Habt ihr noch Blablucity? 40 da? Zu geil. Chalus, bring Getränk raus, Allah. Blablucity. Zero Zucker. Boah, ey. Bitte, chillt. Bitte, lass weiter gucken, bitte. Das werden die Leute dann sehen. In welcher Gewichtsklasse werdet ihr kämpfen? Wie viel ist dein aktuelles Gewicht? 95 Kilogramm. Oh! Ich wiege aktuell, also ich habe, bevor wir das Ganze abgemacht haben, habe ich, glaube ich, knapp 76, 77 gewogen. Ich nehme aber aktuell zu, ich wiege gerade, glaube ich, knapp 80 Kilo, 81 Kilo. Also ich unglaublich auch genug Kraft auf jeden 14 Fall bis 15 Kilogramm, die zwischen den beiden Kontrahenten liegen. Das bedeutet 15 Kilo ist eine Menge im Boxen, ich sag euch das. Der Kampf findet im Catchweight statt. Wirst du an deinem Gewicht noch ein bisschen was runterkurbeln? Ja, ich bin auf Diät gerade. Ich bin nur am Sport machen und da kommt auf jeden Fall was runter. Was ist dein Ziel? So 92. 93, merkt euch das, 92. Wir sehen uns bei der Waage, ne?
Wie sieht's mit deinem Ich gehe jetzt auf 100. Ich versuche tatsächlich noch so auf 85 Kilo. Dankeschön, Toni Basel 82. Ja, dann denke ich, habe ich auch genug Kraft auf jeden Fall auch mitzuhalten. Was auch wichtig ist, ich möchte auch jetzt auf diesen Moment auch gar nicht mehr groß gegen Unit schießen. Gleich Ende. Also ich möchte jetzt einfach, dass wir sportlich weiter in diesen Kampf gehen werden. Ohne weitere Probleme. Ich weiß ja selber, ich bin sehr provokant. Aber ich möchte das jetzt geradeaus durchziehen. Ja, da rede bitte auch nicht mehr so viel. Ja, gerade nicht mehr so viel trainieren und trainier lieber mehr. Gerade du solltest aufhören. Der Younes Amir ist ja sehr ein sehr ernstzunehmender Mann, Bruder. Er ist... Der Younes... Er schluckt viel, Bruder, aber er versucht noch sehr, sehr stinks zu bleiben, Bruder. Sehr stabil zu bleiben, Bruder. Der schluckt viel Kampf sehr dezent, Bruder. Ich meine das doch gar nicht so, Bruder, ja. Bruder, ich doch auch nicht, Bruder. Ich schluck viel wie so ein S-Klasse. Ja, wie Auto, ja. Nicht. Was hast du denn gedacht? Hä? Was für Gedanken hast du? Was? Ich meine ein Auto. Hä? Boah. Ey, was für ein Zufall. Der ist gerade am Schluck. Guck mal, ich schwöre. Das war ein Zufall, ja, Team. Guck mal. Warte. Cousin, bitte, Alter. Ja, aber, Alter. Ey, nicht gegen den Jungen, auf den zu mobben. Nein, auf jeden Fall, der sitzt da, Bruder. Stop Mobbing. Ist sehr respektvoll, auch seinem Kontrahenten gegenüber. Kontrahenten. Man muss sagen, Younes hat sich bis jetzt sehr fair verhalten. Natürlich hat er einmal diese Wurfaktion gemacht, aber ey, man kann nicht Frau. Jalous, das ist ein No-Go. Frau erwähnen, reinziehen ist scheiße. Macht man nicht. Hör auf. Stopp. Younes? Gut. Gute Junge. Ich bin gespannt. So viel über das Privatleben von Younes. Er hat angefangen mit meinem kleinen Bruder und mein kleiner Bruder ist mein Privatleben hundertprozentig. Natürlich. Also mein Privatbruder ist, also Entschuldigung, ich meine, mein kleiner Bruder ist sehr privat, weißt du. Ist mein privater Besitz. Also ich lasse da keinen. Also, das ist privat. Seine Frau ist nicht. Guck mal, Frau ist was anderes. Ich kann nicht mehr. Guck mal. Ist wieder so warm hier. Bruder, hol doch einen scheiß Ventilator, Bruder. Bruder, das ist zu privat, Bruder. Von oben, von oben, von oben. Guck mal. Bruder ist privat. Betreten verboten. Lass es. Das würde ich auch nochmal sagen. Da hat der Jalous recht, weil Bruder ist Familie. Das ist privat. Cousin, bitte lass fertig machen. Ich sag nur, dass die wissen. Dass die Leute müssen wissen, dass Familie privat ist. Verstehst du, was ich meine? Das ist eine Privatsphäre, die überschritten worden ist. Verstehst du? So. Aber in den letzten Tagen habe ich viel mitbekommen, dass du auch gegen seine Frau unter anderem geschossen hast. Gerade Marlon hat das jetzt erst gecheckt. Ich muss Marlon anrufen. Ich muss Marlon anrufen. Ich kann nicht mehr. Marlon, ja, Maniak. Sinan. Wir sind live. Ihr seid live. Bei mir ist gerade dunkel, leider. Bruder, mach Licht an. Ich bin gerade im Spazier. Mach Licht an, wir müssen reden. Mach die Glühlampe, ja, Maniac. Mach Glühlampe an, wir müssen reden. Warte, ich versuch. Wir müssen reden, Bro. Warte. Eine Sekunde. Guck mal sein Schädel. Guck mal sein Schädel, ja, dem. Wo bist du? Bist du... Ey, Marlon, guck mal. Ja. Wir reagieren gerade auf das Face-Off von den zwei Halunken, ja? Ja.
nach... Was habt ihr zu sagen dazu? Bruder, nach halbe Stunde fällt ihr ein, dass Jalous über seine Frau redet. Der sagt die ganze Zeit über seine Frau. Nach halbe Stunde sagst du, du hast doch öfter gegen seine Frau geschossen. Was mit? Hast du gepennt? Ich hab gestichelt, ich hab Fitner gemacht. Abo Fitner-Boy, Alter. Boah. Ja, aber die beiden sind noch gut darauf eingegangen, oder nicht? Ja, also ich muss sagen, das hast du sehr gut gemacht. Das wird auf jeden Fall ein heißer Kampf. Wir freuen uns auf den 5.11. Marlon. Ein sehr privater Kampf. Das wird ein sehr privater Kampf. Der Kampf wird privat, wegen seinem Bruder. Den darfst du nicht anmachen, das ist privat. Ne? Damit du Bescheid weißt. Auf jeden Fall. Bei dem Bruder auf der einen Seite, bei der Frau auf der anderen Seite. Alles Privatsphäre. Also da ist auf jeden Fall Emotionalität können wir nicht, mit dabei. Können wir nicht machen, Mariam gegen seinen Bruder kämpfen? Damit das ist der nächste Kampf dann. Ich küsse dein Herz. Auf jeden Fall, Bruder, schöne Grüße und... Sag dir, dass alles Publicity ist, Bruder. Publicity für die ganze Crowd. Bitte mitbringen. Das Gleiche auch für euch. Das Gleiche auch für euch. Alle, die gerade zuhören. Alles am Start, Bruder. Lasst viel Liebe da. Ganz viel Liebe an Marlon. Hey, warte mal, Marlon, ganz kurze Frage, Bruder. Bitte jetzt mal ehrlich, Bruder. Ne? Bitte jetzt mal ehrlich, ja. Bruder. Der Sina ist noch Weltmeister, Bruder. Was ist mit dem Gürtel, Bruder? Wallah, den muss ich erst kommen und den Gürtel holen, Bruder? Den Gürtel habe ich sogar jetzt. Cousin, der steht uns doch zu, Bruder. Ich will ihn hier hinhängen, Bruder. Was ist mit dir? Wallah, wo ist mein Gürtel? Du bekommst den Gürtel. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, machen wir eine schöne Übergabe. Tamam, mein Bruder. Ich küsse dein Herz. Dann passt auf dich auf. Schöne Nacht, mein Bruder. Du weißt, Bruder. Gangfights. Gleiches für heute auch. Viel Spaß beim Stream. Habibi, danke, Bruder. Ciao, ciao. Ciao. Lass weiterlaufen, Bruder. So, Bang. Das war unser Bruder Marlon. Wirklich ein sehr korrekter Typ. Richtig, richtig korrekter Typ. Er war gerade irgendwie verhindert. Weiß nicht, was er gemacht hat. Keine Ahnung. Also es hat da irgendwie geruckelt unten. Ich weiß auch nicht. Ich hab das einfach so gedacht. Hast. Der hat Scheibe lassen. Im Auto. Marlon, ja, Maniac. Marlon, ja, Maniac, Allah, der hat mich erwischt. Guck mal, Marlon. Wir haben gesehen, diese Huckel. Diese Monster von Loch Ness. Diese Huckel, was von Wasser gekommen ist. Wir haben gesehen. Aber ist egal. Die Monster von Loch Ness. Digga, du bist einfach King, Bruder. Wir haben diese Huckel gesehen. Egal. Du bist einfach King, Bruder, Wallah. Ich küsse dein Herz, Bruder, du weißt doch. Und Sinan. Aber ihr wisst ja auch selber, Freunde, das Monster von Loch Ness ist ja auch ein Gerücht. Das heißt, ist auch gar nicht bewiesen, dass es existiert. Das heißt, wir wissen nicht, ob der... Ah, Bruder, sag das nicht. Sag das nicht, Bruder. Ich hab eine Doku geguckt, Wallah. Guck mal, Bruder, jetzt. Sag das nicht, Bruder. Guck mal, Bruder Herz. Guck mal, wir haben verstanden. Warte. Wir haben schon verstanden, dass du für Mike Tyson bist und nicht für Muhammad Ali. Wir respektieren das, Bruder. Okay. Guck mal, Bruder. Wir haben jetzt alle verstanden, dass du an das Monster von Loch Ness glaubst. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich daran glaube, Bruder. Nein. Ich habe gesagt, es gibt eine sehr starke Dokumentation, die das bestätigt. Guck mal, als ich klein war, habe ich manchmal unterm Bett geschaut. Ja, warum machst du denn so? Ehrlich. Ehrlich? Ich hab immer geguckt, ob da jemand ist. So ein Monster. Das Einzige, was ich gehört habe, war nur Sinan. Ich existiere nicht, Sinan. Okay, über das Monster von Loch Ness reden wir dann ein anderes Mal. Scheiße. Was nass? Ich hab ein Video gemacht, aber die Frau redet über mich. Red nicht mehr darüber, red nicht mehr über dieses Thema. Abo Action! Red nicht mehr darüber, Yatim! Ich mach dich mit Wasser voll. Wallah, sein Hack, Bruder. Geschossen hast. Ich hab ein Video gemacht, aber die Frau redet über mich. Red nicht mehr darüber, red nicht mehr über dieses Thema. Die Frau hat über... Red nicht mehr über dieses Thema. Jalous, das reicht! Nachsitzen für Jalous! Das ist zu privat, Bruder. Kann ich das nochmal sehen, Bruder, bitte? Also, das war krank. Endlich mal Action, Digga! Ja, Mann. Sinan, bist du erkältet? Ja, leider bin ich ein bisschen erkältet, das stimmt. Ich hab Nase mies verstopft
Und ich habe bei Sparring ein bisschen paar Schläge auf die Nase gekriegt. Meine Nase ist komplett im Arsch. Geradeaus durchziehen. Ja, da rede bitte auch nicht mehr so viel. Ja, gerade nicht mehr so viel trainieren und trainier lieber mehr. Okay, das war schon. Gerade du solltest aufhören, so viel über das Privatleben von Younes. Er hat angefangen mit meinem kleinen Bruder und mein kleiner Bruder ist mein Privatleben hundertprozentig. Natürlich, aber in den letzten Tagen habe ich viel mitbekommen, dass du auch gegen seine Frau unter anderem geschossen hast. Ich habe ein Video gemacht, aber die Frau. Das ist der Moment, wo die Fitna gezündet hat, ne? Genau. Red nicht mehr über dieses Thema. Younes! Lass das Schadder vor meiner Frau, ja Maniak. So gefällt mir das. Gas geben, Gas geben. Aber man muss auch sagen, Jalous, sofort aufgestanden. Jalous war alles egal, wie Panzer durch. Hab ich wie das ein Essener. Ja, Maniak. Komm! Komm, ihr Schwein! Ja. So hat die Rektorin von meinem kleinen Bruder mich angeguckt. Dein Bruder ist nicht hier! Hey, man muss sagen, man sieht Jalousa an, er ist sauer. Er ist wütend, Bruder. Du hast mich nass gemacht. Er hat ihn nass gemacht. Das kriegst du wieder. Krank. Kranke Action. Ich muss sagen, Jalous ist wild, Digga. Also wenn der Jalous so im Ring ist, wow, dann wird das eine geile Action. Ich hab gerade noch gedacht, Ralat, so. Aber jetzt, ich sehe Feuer in der Sache. Jalous müssen zwei Leute zurückhalten, Younes Amiri nur einer. Das bedeutet, Jalous ist sehr stark. Ja, ich will nicht mehr über dieses Thema reden. Red nicht mehr über dieses Thema. Ich hab gesagt, das bleibt alles sportlich und fair. So, komm mal jetzt einmal face to face und dann fertig. Guck mal, wer bist du, Bruder? Die haben alle Leute von der Schule geholt. Kennen Sie den Security, der 10. ist? Der hält so ein 8-Klässler auseinander. So, man hat diese jungen Securities geholt. Die sind noch in Aufbauphase. Die nehmen noch nicht so viel Geld. Pass auf, bisschen. Muss man lassen. Der Typ hat Eier. Der hält alleine Younes fest. Der hätte auch nach hinten losgehen können. Wisst ihr, was ich meine? Einmal face to face und fertig. Oh, face to face. Achte face to face, Bruder. Ich kletter das im Ring. 5.11. Oberhausen. Man sieht, beide sind ein bisschen außer Atem. Ne? Ist halt ein bisschen. Komm ruhig einen Schritt näher ran. Aber lass die Hände unten. Lass die Hände unten, Jungs. Abo! 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 Der hat dir den Kopfnuss gegeben, hat ihm! Kokosnuss! Ich hab gerade! Abu, man hat das nicht gehört! Wallah! Oh, eieiei! Habib bin Jalous, du hast deinen Schadab zurückgeholt von diesem Wasser! Ich küsse dein Herz! Abu, was war das bei Kopfnuss? Aber, Bruder, Younes Amiri hat. Ich kann nicht. Ich klärt das im Ring. 5.11. Oberhausen. Bester Security Shop, Koran. Er hat das nicht kommen sehen. Was ist geschehen? Was ist passiert? Ey, Freunde, das war eine miese Kopfnuss. Scheiße, Digga. Achte mal. Komm ruhig einen Schritt näher ran, aber lass die Hände unten. Lass die Hände unten, Jungs. Abo. Also, man hört das richtig. Gehen die Lippen, Bruder?
Bisschen Nase. War das Knacken von dir? Nein, nein, das war von denen. Machen wir nochmal. Das Knacken kam schon, weil der hat ja das Mikrofon direkt unter der Jacke. Hier, das hört man richtig, Digga. Ruhig einen Schritt näher ran, halbes Gesicht aber getroffen. Lass die Hände unten, Jungs. Ey, aber der Younes Amiri hat die Kopfnuss eingesteckt wie ein Mann. Das war ein Streifschuss. Das war ein Streifschuss, ja. Die haben vorbeigeschossen wie bei Gassen mit auf Hochzeit. Also man guck mal, jetzt Spaß beiseite. Yeldiz Sinan. Der Blaue ist ein Idiot. Was? Geil. Ey, Freunde, man muss sagen, der gibt den einfach eine Kopfnuss, Digga. Straight ahead, but, Bro. Wei. Alter Schwede. Der Box. Digga. Wo? Alles. Ich muss sagen, die Kopfnuss war deep. Also ich muss wirklich sagen, das hat mich ja zum Ende doch noch. Seine Lippe ist aufgeplatzt, sagt er.